Hallo und herzlich willkommen zurück bei World of Battlecry 3, wo wir letztes Mal einen Außenposten im Finsterwald hier angegriffen haben, im Auftrag der Zwerge. Jetzt können wir uns, weil wir diesen Außenposten angegriffen haben, uns tiefer in die Wälder hineinwagen. Allerdings werde ich erstmal noch so ein paar Sachen verkaufen, zum Beispiel diesen Gürtel, das Horn, den Umhang, der nicht so viel wert ist. Und der Ring von Feuer und Eis ist ganz schön viel wert. Und könnte tendenziell lustig sein, wenn man mit diesem Fernkampfangriff halt solche Sachen auslösen könnte, aber man kann das nicht. Deswegen, tja, schade. Tut mir leid. Ja. So. Dann würde ich sagen, gab's hier noch irgendwas? Nee, die Lyre hatte ich schon mal. Kälteresistenz. Nee. So, dann würde ich sagen, Angriff. Insane. Ja, das klingt nach einer Aufgabe für mich. Die Zwerge möchten ein Dunkelelfenlager neben einem Ort namens Drachenhügel angreifen. Die bezahlen euch natürlich wieder gut, aber ihr könnt auch alle Schätze von diesen Drachen behalten. Ah, okay, es gibt Drachen. Das ist eine interessante Nebeninformation. Ich war fast dabei, wieder Waldelfen zu nehmen. Als Zwerg wäre es average, lustig. It's Fey very hard. Empire very hard. Auch wenn das anscheinend insane ist, nämlich Hochelfen. Weil Hochelfen haben ja Dragon Knights, deswegen, wenn es da tatsächlich Drachen gibt, dann Dragon Knights. Go! Hier haben wir extra Punkte. Dab, dab, dab. Nehmen wir schon mal einen Dragon Knight auf jeden Fall mit von Anfang an. Rest Wispies oder Dragon Knights? Wenn das insane ist, gehe ich mal davon aus, dass der Gegner auch schon ziemlich krasse Truppen am Anfang hat. Deswegen nehme ich mal von Anfang an lieber drei Dragon Knights mit und keinen Wisp. Muss ich halt am Anfang ein paar mehr Wisp ausbilden. Seid ihr bereit zum Kampf, Keck? Ei, aber ich kann nicht, ich kann es kaum erwarten, ihre Köpfe in meinen Händen zu zerdrücken. Okay, werdet euch uns anschließen? Nee, ich habe meine eigenen Zwerge hier in der Nähe, aber wir helfen euch. So, das sind einnehmen, gut. Turm, dann noch ein. Der Gruppe 2, der Gruppe 1. Ich würde vielleicht schon mal ein bisschen rumlaufen und scouten. Vielleicht gibt es noch irgendwelche tollen Minen in der Nähe. So. Bevor ich gleich das Upgrade. Glaube schon, ja. Ah, hier ist noch eine Metallmine. Gut, die nehmen wir ein. Oh, ich war nicht zugewiesen. So. Einnehmen. Oh, wir haben ja sogar Nebel des Krieges. Selten, dass das mal passiert, dass wir tatsächlich bei den Orten, wo wir die Karte schon mal aufgedeckt haben, nicht weiterhin die Sachen sehen. Wieso hat der Shop eine Flagge? Wieso ist das schon wieder eine Metallmine? Na gut, als nächstes gehen wir dahin. Da ist noch eine Goldmine, die hat er schon eingenommen, der raffgierige Zwerg, natürlich. Muss natürlich seine Goldmine einnehmen. Nicht, dass ich die mehr gebraucht hätte, also so ist es halt nicht, aber... Hat er ganz schön schnell gemacht eigentlich. Naja. So, sonst ist hier bisher nichts, was wir hier gefunden hätten. Da ist noch eine Kristallmine, okay. Was bist du eigentlich? Ach, du bist Chieftain. Na gut, die haben relativ hohen Charisma-Wert, von daher muss es mich nicht wundern, dass er Sachen so schnell einnimmt. So, hier zurück. Seine finden irgendwas. Ihr findet Gegner. Ich würde euch eigentlich ungern jetzt verlieren. Aber ihr habt irgendwas ausgeschaltet. Das ist schon mal gut. Jetzt kehrt aber mal ein bisschen zurück. Braucht eine Runde Heilung. So, das. So, Wispies bitte. Ihr werdet, glaube ich, auch da mal nochmal zumindest vier davon ausbilden. Archers brauche ich auch. Und du brauchst einen Merchant. So.
Erstmal die Vergiftung wegnehmen. Heilung. So. Gut, wir bleiben hier. Ich sehe nicht besonders viele Gründe, warum wir da jetzt rausgehen sollten. Das Teil kriegen wir schon durch Wispies. Es dauert nur einen kleinen Moment. Research complete. Wow. Da will aber jemand es ganz schön wissen. Danke. Da sind Dragon Knights gestorben. Shadowwald. Und der Held ist entkommen. Aber sonst. Huch. Das war noch ein Held, okay. Gut. Bis wir darüber geredet haben. Gut, der Held ist aber weg. Ein koordinierter Angriff von zwei Helden gleichzeitig. Nett. Oh, Hilgons Hammer. Plus 50 Schaden. Crushing. Aber langsame Angriffsgeschwindigkeit. Bin mir aber auch nicht sicher, ob langsame Angriffsgeschwindigkeit wirklich bei dem Fernkampf auch zählt. Ja, dann wäre der vielleicht lustig mit plus 50 Schaden. Ich probier's einfach mal aus. Ugh. Ob ich jetzt irgendwie da einen großen Unterschied an Schaden sehe. Lass das mal den Helden da oben machen, bitte. Bin mal gespannt, ob... Nein, danke. Das tatsächlich mehr Schaden verursacht mit dem Hammer. Ich würde eigentlich meinen, das nicht, aber so viele andere Sachen, wo ich eigentlich dachte, dass die gar nicht damit funktionieren, funktionieren. Andere, die nicht gerne hätte, dass sie funktionieren mit dem Fernkampfangriff, das funktionieren doch nicht. Also, es ist immer eine Überraschung hier. So. Hier sind auch noch welche. Okay. Ach, kein Kristall. Schade. So, ich möchte den mit zwei Schüssen möchte ich den tot sehen. Oder mit einem? Okay. Hat das denn jetzt auch Einfluss auf die Angriffsgeschwindigkeit? Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich bräuchte mal eine große gegnerische Armee, bitte. Feuer. Aber wenn ich den Nachteil davon habe, also die langsame Angriffsgeschwindigkeit, die normalerweise den Hammer im Hand eines Nahkämpfers zu einer schlechten Waffe macht, aber den Schadensbonus hätte, das wäre ziemlich böse. Okay, mein Zwergenkollege arbeitet hier noch. Ich kann da mal eine Stufe machen. Ich wollte ein bisschen weiter in Intelligenz investieren. Nee. Energie. So. Na, komm schon. So. Mit dahin. Was willst du hier? Hier gibt's nichts für dich. Ich hab die Minen schon. Find's ja nett, dass du so viele Minen da einnimmst. Also, kein Problem. Kannst du gerne machen. Wenn du die halten willst, dann mach es. Ich hab keine Lust, das zu machen. Research complete. Das brauche ich mal. Eigentlich könnte ich mal noch ein Income-Upgrade vertragen. Aber dann muss ich erst ein bisschen warten, bis ich mehr Kristall habe. Wahrscheinlich fahre ich unnütz eine High-Econ-Route beim Basisaufbau hier, während die Gegner irgendwie den Gegner schon in... Also während mein Verbündeter den Gegner wahrscheinlich schon in ein paar Minuten ausgelöscht hat. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht sieht das auch nur besser aus, als es wirklich ist. Ich meine, er hat schon hier sein Hauptgebäude auf Stufe 2. Mal hin. Oh, schauen wir mal, wie das läuft. So, komm. Noch ein bisschen Kristall. Nein. Verdammt. Ja, gut. Überredet. Wir warten noch kurz. Jetzt auch. Könnt ihr natürlich auch noch ein paar Wisp ausbilden. Im Moment habe ich aber nicht genug Kristall übrig, um die auszubilden und gleichzeitig zu mergen. Von daher... Ich versuche es trotzdem mal. Nochmal hier 4. Dafür hier 4 weniger. So.
Was Teil einer gegnerischen Armee? Boah, die werden gerade von den Zwergen gut niedergemetzelt. Die Zwerge sind immer ein bisschen langsam, vor allem dieser Dwarflord zum Beispiel ist ziemlich langsam. Aber wenn die mal beim Gegner dran sind, dann machen die ganz gut was kaputt. Hat aber keine Heilung. Wenn ich ein guter Verbündeter wäre, würde ich zu ihm hingehen und seine Vergiftung wegnehmen und ihn heilen und sowas alles. Sind wir mal gute Verbündete. Mal so aus Spaß. Jetzt, aber bleib doch mal stehen, bitte. Mal so schätzen, wo er versucht hinzulaufen. Das sieht jetzt so aus, als würde er in den Norden laufen. Das ist halt für mich eigentlich ein bisschen sehr weit von dem weg, wo ich sein will. Aber ich wollte ja guter Verbündeter sein. Deswegen hier, guck mal. Ich komme her, ich nehme dir das weg. Und weil ich ganz nett bin, gebe ich auch noch eine Heilung hinterher. Bin ich nicht ein toller Verbündeter? Alter. So, dann wieder zurück. So. Gut, Research ist complete. Dann nehmen wir das. Vielleicht war es auch der Merchant, der mit seinem Research complete war. Eigentlich hätte ich das lieber. Sorry. Wenn man jetzt auf 280 kommt, wird ein Wisp ausgebildet und es geht wieder Kristall weg. So, jetzt aber danke. Unklar, wie akkurat diese ganzen Tests mit dieser Waffe jetzt hier sind. Weil es kann natürlich auch sein, dass die Gegner, die ich jetzt da bisher damit angegriffen habe, einfach nicht genug HP hatten, um das lange zu überleben. Deswegen am besten wäre es, wenn ich natürlich an dem Helden auswählen könnte. Das wäre richtig gut. Der versucht da irgendwas einzunehmen. Wenn wir das mal versuchen zu verhindern. Na komm. Gehen wir da hin. So, Feuer. Feuer! Ach, jetzt ist das Ding schon tot. Es scheint 70 Schaden pro Treffer zu machen. Was ungefähr mit dem übereinstimmt, was jetzt hier an Bonus ist. Okay, warte mal, wir haben ja noch eine andere Mine da. Jetzt machen wir mal Tests an diesen Minen. Jetzt hiernach sollte ich ungefähr 40 Schaden damit machen. So, wie viel Schaden machst du denn jetzt damit? Das machst du ungefähr 30 pro Angriff. Okay. Anscheinend scheint das so schon irgendwie zu zählen, dieser Bonusschaden von dem Hammer. Und es sah nicht so aus, als ob das aber meinen Angriff besonders verlangsamt hat, so wie es das eigentlich tun sollte. Deswegen werde ich, glaube ich, mal für eine Weile mit diesem Hammer rumlaufen. Danke für die Vergiftung. Wollte mich dann bloß schon abhalten, die Mine einzunehmen. Ich sehe das genau, da unten ist auch noch eine Steinmine, die wir gleich noch einnehmen können. So. Gut, jetzt haben wir, glaube ich, genug Wispies. Dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt mal hier die Techleiter. Das. Das habe ich, gut. So, wir brauchen noch langsam mal Bäume. Wenn Kristall da wäre. So, versuchen wir nochmal diesen Hammer. Also, ich weiß, diese Tests da an diesen Minen sind nicht so besonders akkurat, aber es sieht sehr stark danach aus, als ob der Bonusschaden von den Waffen zumindest zählt. Ich glaube, dieses... Jetzt kann ich gerade nicht sehen, weil ich was einnehme. Bitte kein Crit, danke. Also ich glaube, dieses, was hier davor steht, zählt nicht. Also das wird, glaube ich, von dem Zauber überschrieben. Also den normalen Nahkampfschaden, den man Held quasi macht, der ein bisschen abhängig davon ist, wie viel Stärke ich habe und solche Sachen. Aber ich glaube, dieser Bonusschaden, den Waffen auf sich selber drauf haben, der zählt aus irgendwelchen total obskuren Gründen trotzdem. Nimmst das hier ein, ne? Ja, mach mal. Wir gehen wieder zurück. Deswegen werde ich, glaube ich, jetzt mal eine Weile mit diesem Hammer rumlaufen. Ich meine natürlich, der Stab hat natürlich auch Vorteile mit dem plus 40 Mana. Aber plus 40 Schaden effektiv ist natürlich auch eine Hausnummer.
Und ich glaube nicht, dass mich dieses langsame Angstgeschwindigkeit, dass das in irgendeiner Form beeinflusst wird. Oh, nicht sicher. Obwohl mir kam es, als ich mit dem anderen angegriffen habe, kam mir das schon schneller vor. Als ich die Goldmine angegriffen habe und nicht dieses Ding. Na, bleiben wir mal bei dem Stab. Nicht so sicher. Weiß nicht, ob da irgendwann mal richtige, also vernünftige Tests gemacht wurden, mit dem, wann da was zählt. Ich find's sehr interessant, das genau zu wissen, aber ich habe jetzt ja auch halt nur eine begrenzte Möglichkeit, das hier im Rahmen von so einem Let's Play zu testen. Also ich will jetzt auch nicht hier stundenlang da irgendwelche Sachen ausprobieren. Deswegen, falls jemand was Genaues weiß, mich würde es interessieren. So, ich mach das. So, was eigentlich mit diesen Drachen? Irgendjemand hat mal was von Drachen erzählt. Ich habe bisher noch keinen gesehen. Schauen wir mal. Brauche ich sonst noch irgendwas? Merchant habe ich. Healer brauche ich irgendwann nochmal. Ein Mondturm kann ich auch mal bauen für den Fall, dass die auf die komische Idee kommen, das Nacht werden zu lassen. Und mich das stört. So. Meine Zauberstab hat natürlich den einfachen Vorteil, dass ich wesentlich mehr Mana speichern kann, sodass ich dann halt im Notfall mehr Zauber auf einmal raushauen kann. Was durchaus nicht schlecht ist. So, da haben wir alles. Brauche ich irgendwas? Nee, ich habe auch genug Kristall für die nächste Tech-Stufe. Ja, nicht aus. Ach, jetzt kommt er mit Phönixen. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Phönixe nicht mag, weil die überall auftauchen und mit dir die Minen einnehmen und du dich eigentlich nur damit absichern kannst, dass du Türme hinstellst. Ach, nimm die Mine. Komm, kannst du haben. New armies are available. So, schnellere Konvertierung. Das erforsche ich mal für den Fall, dass ich es brauche. Weil Hochelfen tatsächlich bei Nacht deutlich schlechter kämpfen als tagsüber. Von daher, wenn die Gegner Dunkelelfen können, dann nachts besser kämpfen. Von daher, falls sie es Nacht werden lassen wollen, dass ich da irgendwas dagegen habe. Schon wieder jemand vergiftet, sag mal. Jetzt geht's aber los. Gut. Das läuft. Könnte natürlich noch ein bisschen Kristall tauschen. Er tauschen. Metall habe ich ja noch genug im Moment. Könnte ich jetzt schon mal so Sachen anwerfen wie Feuerpfeile. Oder halt jetzt gleich die 5 machen, sobald das hier durch ist. Das wahrscheinlich das Schleure wäre. Bleibt einfach zurück, dann werdet ihr nicht vergiftet. Ach. Bleibt jetzt einfach hier, ja? Kollegen, kommen auch hier bitte nach. Wir haben genug Fernkämpfer da, da müsste keiner von euch müsste irgendwie vergiftet werden. Ja, einfach. Der ist das jetzt aber hier mit zu nah, Kollege. Der unten hat er auch eingenommen. Versuch mal so einen Rhythmus reinzukriegen, wie schnell der Angriff ist, um halt so abzuschätzen, ob dieses langsame Angriffsgeschwindigkeit auch da zählt. Vielleicht finde ich es mal irgendwie raus. Ich weiß nicht, ob das hier nicht eher dadurch limitiert war, dass nicht genug Gegner da waren. Vielleicht könnte ich wieder das an den Minen testen. Minen sind, glaube ich, relativ gute Testgegenstände, weil der Held die sowieso angreift, wie bescheuert. Und die halten halt ein paar Schläge aus. Ich glaube, das ist tatsächlich eine ganze Ecke langsamer. Okay, also Angriffsgeschwindigkeit zählt. So, sage ich jetzt mal. Dann finde ich, ist der Stab doch durchaus besser. Ich meine, klar, 40 Schaden ist nicht schlecht, aber ist mir, finde ich, die Nachteile nicht wert.